Gamatogen. Mal gucken, was Jen da treibt. Swain. Missionskiste. Aber war Jen wohl ihre Sprühfarben auf? Verschlossen. Müll? Dieser Schrott kommt mir seltsam bekannt vor, von vor 50 Jahren. Holzbrett? Solange es nicht zwingend nötig ist, will ich nicht im Müll wühlen. Warum denn nicht? Sonst noch was? Was haben wir hier? Ah, der Sie haben Eingang. den Eingang zur alten Tenbar zugemauert. Marmorstein und Eisen bricht aber die Bartenne nicht. Lol, Alter. Ach, scheiße. Die führt zum Supmo. Leech ist da drin. Mir wäre es lieber, er käme raus. Der Spruch ist zu Sie geil. haben den Eingang zur alten Ten. Sie haben den Eingang. Da kam doch eben Marmorstein und Eisenbericht, aber die Batenten nicht. Würde ich eigentlich nochmal hören, aber gut. Jen. Jennifer! Jen! Boah, der schreit da. Hast du ein Problem? Was sollte das, Jennifer? Du hast mich allein vor der Stadt zurückgelassen. Ja, das war ziemlich gemein, nicht wahr? Ich bin ein grässliches Vorbild. Hau besser ab, bevor das auf dich abfärbt. Ach. Hör zu, ich weiß nicht, was du auf dieser Zeitachse in letzter Zeit gegen mich hast, aber ich will das ändern. Ich hab dich vermisst, weißt du? Sieh mich an, Martin. Sehe ich aus wie ein Mädchen, das mit dem Präsidenten der Junior Brown Brigade abhängt? Ich weiß zwar nicht, wovon du redest, aber ich muss zugeben, ich mag dich so. Oh, Kotz. Du tust so, als sei ich ein Abtörner, doch das nehme ich dir nicht ab. Wir sind füreinander bestimmt. Hör zu, nur weil du mir leid getan hast und ich dich zu ein paar deiner öden Konzerte begleitet habe, sind wir nicht gleich Romeo und Julia. Sicher, du bist ganz süß, aber du machst so einen auf Einserschüler. Einserschüler? Ich bin beschäftigt mit interessanteren Dingen. Und Jungs. Gehst du mit einem anderen aus? Ich wette, ich bring dich dazu, ihn zu vergessen. Tut mir leid, Martin, aber du bist aus dem Rennen. Verbringst du etwa deine Zeit mit dem Beschädigen öffentlichen Eigentums? Wage es bloß nicht, mich zu verpfeifen, sonst stopfe ich dir die Spraydose in. Nein, nein, du verstehst mich falsch. Ich würde auch gern ein paar Regeln brechen. Du? Was weißt du über die Haltung gefährlicher Tiere? Du kennst also meinen neuen Freund? Sei nicht so verbissen. Weißt du, wo ich verbotenes Material auftreiben kann? Denkst du wirklich, ich würde illegale Substanzen besitzen? Irgendwie ja. Und ich denke, dass einer wie du eine wie mich verpfeifen würde. Nächstes Thema. Das Zärtlichkeitsaustauschverbot in der Öffentlichkeit nervt. Hey! Du sprichst von meinem absoluten Lieblingsgesetzesverstoß. Ach? Nicht mit dir. Oh. Das Gesetz gegen das Küssen in der Öffentlichkeit ist voll Kacke, was? Ja, die ganze Stadt ist voll davon. Was hast du vor? Protestieren, was sonst? Lass uns in der Öffentlichkeit küssen. Nein, aber lass es uns rumerzählen. Ist Graffiti-Schmiererei nicht ein grober Verstoß? Möchte man meinen. Aber nachdem Bürger Brown vor ein paar Jahren alle Gebäude mit einer Teflon-Polymerbeschichtung versehen ließ, ist Graffiti-Spray nur noch ein Verstoß zweiten Grades. Stell dir vor. Und wenn ich es mir recht überlege, will ich nicht noch mehr über das Brechen von Regeln erfahren. Memme. Leech and the Wooshbags? Nie davon gehört. Nein, du sicher nicht. Auf deinen geliebten Smooth-Jazz-Sendern wird selten Punk gespielt. Smooth-Jazz? So ein Spießer bin ich echt nicht. Nicht mal in einem Paralleluniversum. Gib mir mal eine Sprühdose. Ich muss dringend was sprühen. Niedliche Bäumchen? Kauf dir einen Farbkasten. Auf meine Wand sprühst du nichts. Also, Jennifer. Aha. Was denkst du von mir? Nichts. Mal im Ernst, was hast du gegen mich? Ich bin doch recht beliebt, oder? Sehr beliebt. In bestimmten Kreisen. Welchen Kreisen? Idioten.
Okay. Marty McFly ein Idiot? Unmöglich, er kann kein Idiot sein. Jeder, der von sich selbst in der dritten Person spricht, ist ein Idiot. Irgendwie schon. Meine Eltern... Was ist mit ihnen? Hältst du sie für normal? Normal für Hill Valley Standards, ja. Mit anderen Worten, nicht mehr zu retten. Tut mir leid, dass ich dir das sagen muss. Hm. Hast du dort Neues von Biff Tannen erfahren? Er ist so... Still? Ja, das macht mir Gänsehaut. Mir auch. Wenn das der Zweck des Bürger Plus Programms ist, bleibe ich lieber ein Bürger Minus. Was weißt du über das Bürger Plus Programm? Nur das, was im Fernsehen kommt und im Radio und in den Zeitungen und was die ganzen Beschallungsanlagen in der Stadt ausposaunen. Alle sollen mitmachen, das soll uns zu glücklichen und zufriedenen Menschen machen. Aus diesem Grund halte ich mich davon fern. Wieso ist das? Hill Valley ist total krank, aber ich weiß, wie ich das wieder in Ordnung bringe. Du? Was? Ich werde mit Bürger Brown sprechen und ihn dazu bringen, alles besser zu machen. Dieser Plan klingt ganz nach dir, Freak. Bürger Brown ist doch kein schlechter Kerl. Du verschwendest deine Zeit, Martin. Ich nehme dir das alles nicht ab. Nein, wirklich. Dieser verrückte Polizeistaat war ursprünglich gar nicht seine Idee. Wenn ich ihn überzeugen kann, wird das ein Ende haben. Weißt du, langsam tust du mir fast leid. Ich werde Bürger Brown bald treffen. Hey, kann ich mitkommen? Was denn? Du willst auch zu Bürger Brown? Ja. Vielleicht schenkt er mir ein bisschen Herz und dir ein bisschen Hirn. Fragen kann nicht schaden. Gehst du mit einem anderen aus? Ich wette, ich bring dich dazu, ihn zu vergessen. Tut mir leid, Martin, aber du bist aus dem Rennen. Okay. Ich glaube, deine Farbe verschmiert. Mist! Gib mir mal eine Sprühdose. Ich muss dringend was sprühen. Niedliche Bäumchen? Kauf dir einen Farbkasten. Auf meine Wand sprühst du nichts. Schade. Wand. Sie hat einen Fleck vergessen. Okay, gehen wir wieder zurück. Und weiß nicht, was ich machen soll. Okay. Pass auf, Marty! Uiuiui. Mudes? Mudes! Wo ist sie? Hallo? Ah, hier ist die Alte. Mom? Mom! Aber sind Sie glücklich? Glücklich sein ist überbewertet. Ich bin zufrieden. Ich werde drüber nachdenken. Mom? Hi, Martin. Ich habe dich im Vorbeifahren gesehen. Hast du mich hupen gehört? Mom, das bist nicht du. Martin, alles in Ordnung? Mir geht's gut, ich bin okay. Du bist nur so... so... grau. Wenn das keine freundliche Begrüßung für deine Mutter ist. Tut mir leid, ich... Du hast wohl recht. Ich bin etwas angegraut. Dank deinem Vater. Also, bist du hier zum Shoppen oder so? Ach, Shoppen. Puh, wer geht schon noch shoppen? Nein, es ist diesen Monat wieder soweit. Meine Bürgerpflicht ruft. Ich werde den ganzen Tag die Statue polieren. Ah, richtig. Was soll? Was ist mit dem Golfmobil, Mom? Martin, ich weiß, dass es dir unangenehm ist, im Vorjahresmodell herumzufahren. Aber wir können uns Ednes 86er noch nicht leisten. Wo ist mein Pickup? Niemand in Hill Valley hat einen Pickup. Martin, geht es dir wirklich gut? Ja, ich muss nur... letzte Nacht sehr lebhaft geträumt haben. Ich hoffe, deine Traumwelt war aufregender als die hier. Tust du mir einen Gefallen? Definitiv. Ich habe vergessen, deinem Vater meinen Zeitplan für letzte Woche zu geben. Und nun glaubt Mr. Neugier, dass ich ihm etwas verheimliche. Zeitplan? Ist das nicht furchtbar? Aber Bürger Brown sagt immer, ein geplantes Leben ist ein glückliches Leben. Wie dem auch sei. Wärst du bitte so nett, den Plan zum Haus zu bringen? Hier, nimm den Wagen. Naja, eigentlich wollte ich... Ich weiß, Schatz, ich liebe dich auch. Ich würde dir einen Kuss geben, aber du weißt, was dann passiert. Vergiss nicht, mich heute Abend abzuholen. Ja, sicher. Okay. Golfwagen, ab geht er. Ab nach Hause. Nun, der Pickup ist es nicht, aber er wird seinen Zweck erfüllen. Ja. So sieht das aus.
weiß nicht, John. Ist das nicht verboten? Was ist in Hill Valley nicht verboten? Shh. Was, wenn Bürger Brown uns beobachtet? Keine Sorge, niemand kann uns hier sehen. Er ist ein Spanner. Huch! Dad? Versuch deinen alten Herrn nächstes Mal vorzuwarnen. Okay, ich hab dich vorgewarnt. Nennen Sie mich Miss ich hab Mom in der Stadt gesehen. Sie sagte mir, ich solle dir das hier geben. Danke. Sag mal, was gibt es Neues hier? Oh, das Übliche. Mit Hilfe meiner Überwachungsmonitore behalte ich ein Auge auf Hill Valley. Ich bin stets auf der Suche nach interessantem Filmmaterial. Interessant? Wie definierst du interessant? Was ist denn das für eine dumme Frage? Ich sammle seit über einem Jahr authentisches Dokumentarmaterial für Bürger Browns Werbevideos. Ich weiß, dass deine Mutter meine Arbeit nicht gutheißt, aber... Warte, du sagtest, du hättest Lorraine gesehen? 11 bis 12 Friseur, 12 bis 12:20, Mittagessen bei Supmo, Spargelcreme mit Crackern. Was war das? Du kennst die Probleme deiner Mutter. Falls sie wieder abrutscht, gerät vielleicht die ganze Familie in Verruf. Da ist sie. Sie poliert die Statue im Park. Genau nach Terminplan. Ah, dann ist alles gut. Es sei denn, wie wirkte sie bei eurem Gespräch? Klar? Nüchtern? Worauf willst du hinaus? Himmel, ich bespitzle doch nicht meine eigene Mutter, selbst wenn sie... Ich kann nicht mit Sicherheit sagen, ob deine Mutter in ihr altes Verhalten zurückgefallen ist, aber sie verhält sich seit kurzem sehr seltsam, als ob sie meine Überwachungsarbeit nicht schätzt. Im Vertrauen, ich glaube, sie hat irgendwo einen Flachmann versteckt. Wahrscheinlich unweit von dem Ort, an dem sie gerade arbeitet. Tust du mir einen Gefallen, mein Sohn? Versuche, eine ehrliche Antwort von ihr zu bekommen. Mir traut sie nicht, aber vielleicht fühlt sie sich von dir weniger beobachtet. Doppelte Rationen für dich diese Woche, wenn du deinem alten Herrn hilfst. Was sagst du? Das ist ein guter Junge. Okay, Dad. Wir müssen reden. Was hast du da versteckt, als ich gerade hereinkam? Versteckt? Ich weiß nicht, wovon du redest, Sohn. Komm schon, ich hab's gesehen. Ein Videoband, oder? Ach, ich kann es dir auch sagen. Immerhin bist du ja bald 18. Mir was sagen? Hill Valley, Unterbürger Brown, ist nicht so glücklich und zufrieden, wie man dir weisgemacht hat. Du machst Witze. Das ist natürlich keine Kritik an diesem großen Mann oder seiner gesegneten Frau Edna. Niemand hat mehr dafür gearbeitet, die fortschrittlichsten Methoden der Sozialplanung in unserer Gemeinde einzubringen, aber... Was? Unter uns gesagt, nicht jeder weiß es zu schätzen. Eine Menge Bürger, vielleicht sogar die Mehrheit, lehnen die Brown-Verwaltung ab. Natürlich sagen sie das nicht öffentlich, aber wenn sie unter sich sind... Hier, hör mal. Ich sag dir, Bert, dieses System ist ein Witz. Drüben in Roseville lachen sie über uns. Auf Bürger Brown. Möge sein geliebtes Rathaus vom Blitz getroffen werden. Och, Agnes, du bist schrecklich. Kommst du mit zum Rathausplatz, Lester? Bürger Brown hält wieder eine Rede. Bürger Brown kann mich mal am... Naja, du weißt, was ich meine. Hört sich an, als wären die Leute nicht zufrieden mit Browns Hill Valley. Nicht alle, nur etwa 50%, vielleicht 60. Weiß Bürger Brown davon? Sollte er zumindest. Immer wenn ich Kopien meiner Aufnahmen an die Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit des Rathauses schicke, bekomme ich eine Nachricht, dass Bürger Brown mir für meine Dienste dankt. Aber wie könnte er die Videos sehen und nichts tun? Vielleicht solltest du deine Bänder direkt zu Brown bringen. Ach, ich weiß nicht. Sicher, er könnte es begrüßen, dass ich ihn auf dieses Problem hinweise und mich für meinen Dienst an der Öffentlichkeit belohnen. Andererseits sagt man, dass es nie klug sei, der Überbringer schlechter Nachrichten zu sein. Warum nicht diese Videobänder? Ich werde sie zu Bürger Brown bringen. Danke für das Angebot, Sohn, aber ich will dich da nicht mit hineinziehen. Bürger Brown wird von dem Inhalt der Bänder nicht begeistert sein und ich will nicht, dass er seinen Unmut an dir auslässt. Den Leuten auf den Bändern wird es außerdem missfallen, wenn sie von meiner Überwachung erfahren. Nein, ich werde die Bänder nicht aus den Augen lassen. Es ist zu gefährlich. Es geht um Mom. Sie überlegt, sich für das Bürger-Plus-Programm anzumelden. Tut sie das jetzt? Du wirst es nicht so weit kommen lassen, oder? Nun... Wie man hört, soll das ein recht drastisches Prozedere sein, das die Persönlichkeit komplett umkrempelt.
Andererseits, wenn Bürger Brown das empfiehlt, ist das sicher eine gute Idee. Natürlich. Wie konnte sie so werden? In meiner perfekten Welt ist sie ganz anders. Du hast recht. Das ist wirklich ein Rätsel. Wir beide wissen natürlich, dass Hill Valley die perfekte Welt ist. Aber aus irgendeinem Grund sank sie immer tiefer, je mehr ich mich bemühte, sie an die Regeln heranzuführen. Denkst du nicht, Mom wäre gelassener, wenn du ihr etwas mehr Freiraum lassen würdest? Na, das ist mal eine brillante Idee. Wie Hill Valley wohl aussehen würde, wenn alle mehr Freiraum hätten? Wir alle würden versucht sein, unseren Impulsen zu folgen. Ich möchte nicht wissen, wohin das führen würde. Hast keine Ahnung, Alter. Etwas auf dem Herzen? Es geht um mich. Ich bin ganz Ohr. Nun, wie ich so höre, halten die Leute in dieser Stadt Marty McFly für einen... Für einen was? Einen Nerd. Das sagt man? In vielerlei Varianten. Die Leute können grausam sein. Nur weil ein Junge ein Einser-Schüler ist, sich an Regeln hält und nicht auf Partys geht, trinkt oder spät ins Bett geht und vielleicht sozial ein bisschen unbedarft ist und ein Freak in Sachen Körperhygiene und seine Gummibandsammlung mehr halt. Mag als... Mehr will ich darüber gar nicht hören. Ich bin stolz auf dich, Sohn. Voll der Nerd, Alter. Ich leck mich.